Willkommen zum offiziellen Unboxing der DNA Metallbox. I'm the Big Amp Braveheart. Und heute haben wir einige Infos, was da genau drin ist. Also wir werden ins Detail gehen. Welcome. Legen wir mal los, meine Freunde. Erstmal meine Raubtier-Shisha zur Seite. Zahnstocherhalmund. Hier ist sie, Bruder. Ich sage ganz bewusst Bruder, weil du musst dir diese Box gönnen. Ist nicht einfach eine ganz normale Stunny-Box. Du denkst dir jetzt, boah, ist die klein? Nein, ich habe große Hände, mein Freund. Die ist aus so komplett hartem Metall, Alter. Wenn ich jetzt einen Hammer hätte, ich würde draufschlagen. Die ist komplett graviert mit einem 3D-Emblem. Also richtig reingestanzt, man kann richtig drüber greifen. Also der Löwenkopf ragt richtig krass heraus. Ist sehr, sehr hochwertige Qualität. Und ich bin einfach stolz auf diese Box. Und wir packen die jetzt mal zusammen aus, meine Freunde. Ich hoffe, dass das gleich mal klappt. Da legen wir sogar den Zahnstocher zur Seite. Also ist jetzt auch mein erstes Mal, wo ich die öffne. Ist echt ein geiles Gefühl. Ein Jahr harte Arbeit steckt da drin. Zur Seite mit dem Dreck. Hier ist sie, meine Freunde. Hier siehst du nochmal, alles komplett Hartmetall. Schwermetall, würde ich mal dazu sagen. Super geschützt. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Anscheinend wegen der DNA-Kette. Auch zur Seite. Und weiter geht's mit dem Schutz. Kann man auch super dafür verwenden, um erstmal hier ein bisschen rumzudrücken. Habe ich damals als Kind immer gemacht. Fangen wir mal an mit der DNA-Kette. Hier ist sie. Das ist mein Blut. Blut, Schweiß und Tränen stecken in diesem Album, meine Freunde. Also es ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern es ist wahre Begebenheit. Ich habe die Kette selbst an. Ich habe original 1 Liter und 200 Milli abgepumpt aus meinem Körper. Direkt aus meinem Herzen sozusagen. Direkt durch die Adern durch. Und es wurde dann gemischt mit einer Chemikalie, dass es nicht gerinnt. Und das haben wir limitiert auf ganz schön viel Boxen. Ich mache das mal auf, um das euch mal richtig zu performen. Und ich habe mir gedacht, warum sollte ich ein Shirt reinmachen? Warum sollte ich ein Cappy reinlegen? Ich gebe euch etwas, was mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Und woran sich jeder Fan die nächsten 10 bis 20 Jahre immer wieder erinnern kann. Jetzt nach 11 Jahren in diesem Business, sagen wir mal 12 Jahre in diesem Business, denke ich, dass diese Idee wirklich on point ist. Hier ist es. Hier ist die Kette. Mit einem krassen Leder Halsband und unten der Raubtierzahn aus Glas geformt mit einem krassen Metallverschluss. Also wirklich ein absoluter Hingucker. Ein Muss für jeden Hardcore-Fan und ich bedanke mich jetzt schon mal an jeden Einzelnen, der mich seit 10 Jahren supportet und sich die Box vorbestellt. Ich werde bei dir im Zimmer stehen und ein Teil von deinem Leben sein. Das ist real shit, mein Freund. Alles klar. Ich glaube mal, es ist locker die krasseste Idee, seit es diese Boxen gibt, würde ich mal sagen. Es hat krass die Runde gemacht. Deswegen musst du auf jeden Fall loslegen. Okay, machen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu Bonus-CD Löwen. Plus Instrumental-CD. Das bedeutet 3 Bonus-Tracks, die wirklich auch auf der A-Seite gelandet wären. Aber ich wollte es wirklich auf 15 Tracks belassen. Das sind wirklich 3 Bomben. Prototyp Roboter, Ehrlichkeit ist Reichtum, Wo sind die Löwen? Alle produziert von Johann Sebastian Kuster. Plus natürlich alle Instrumentals vom Standardalbum. Also ein absolutes Muss. Und jetzt aufgepasst an alle Newcomer da draußen. Ich wollte die ganze Zeit schon das Geheimnis lüften, aber ich dachte mir, ich warte noch ein wenig. Denn es wird sich für euch alle lohnen. An alle kommenden Rap-Superstars, an alle Newcomer da draußen. Hier hast du die einmalige Chance, auf meinem Album zu landen. Zeig mir das Raubtier in dir. Zeig mir, was in dir steckt. Zeig mir, dass Musik dein Leben ist. Zeig mir, dass Musik ein Teil von deinem Leben ist. Hier hast du die einmalige Chance, auf jedem einzelnen Track zu landen. Mit mir zusammen, featuring den ganzen Rapstars, die auf meinem Album sind. Also, hier hast du
von 1 bis 15, das komplette Standardalbum plus alle Bonustracks, überall jeweils ein 16er frei, plus teilweise manchmal eine Passage in der Hook frei, und da kannst du einfach durchdrehen. Jeder Newcomer hat hier die Chance, auf einem Song zu landen, beziehungsweise dann danach auf dem Raubtier 2.0 Album zu landen, das ich dann extra exklusiv auf meinem YouTube-Kanal hochladen werde. Das heißt, wir werden dann auf meinem YouTube-Kanal 18 Tracks haben, die richtige Reihenfolge natürlich, und jeder hat dann die Chance, mit mir bzw. mit den anderen Rappern auf einem Track zu landen. Und wenn einer zum Beispiel zu drei Songs drei krasse Parts schickt und die anderen liefern nicht so krass ab, dann wird er auch auf drei oder vier Songs landen. Also dreht einfach durch und nutzt eure Chance. Also ich habe das wirklich gemacht für alle da draußen, für die Musik alles ist und noch nicht entdeckt worden. Das heißt, bestell dir die Box, zeig mir ein Bild und schick den Part hierher. Okay, mein Freund? Es lohnt sich echt. Das ist echt für die Newcomer hier. Alles klar, weiter geht's. Also, das ist das geheime Album. Das lohnt sich echt für alle Newcomer. Weiter geht's. Das Standardalbum. Ich hab's gerade zum zweiten Mal in der Hand. Die ist vorgestern schon angekommen. Jetzt original von der Box nochmal. Werde ich das jetzt direkt auspacken. Wie gesagt, die besten Produzenten Deutschlands sind drauf. Die besten Rapper Deutschlands sind drauf. Lass mich das nochmal vorlesen. Farid Bang ist drauf. Kollega ist drauf. Motrip ist drauf. Echo Fresh ist drauf. Casey Rebel. Raf Camora. Manuelsen. Summer Jam. Granit. Also es sind wirklich auch persönlich die besten Rapper, die mir momentan auch privat sehr krass gefallen. Also ich pumpe die auch im Auto momentan. Und mir echt eine Ehre, dass die hier auf dem Raubtier-Album drauf sind. Ein Jahr harte Arbeit steckt in dieser Platte. Packen wir es mal zusammen aus. Hier auch ein schöner roter Aufkleber, dass man ja nicht die Features übersieht. So wird hier auch im Laden stehen. Hier ist die CD. Hier eine schöne Löwenpfote. Musst du auf jeden Fall zeigen. Darf natürlich nicht fehlen. Das Booklet, das überlasse ich euch. Tracklist. Wie auch immer, kannst du dann später alles allein nochmal nachchecken. Und hier eine original handsignierte Autogrammkarte. Ich kann mich noch erinnern, als ich hier saß und die ganzen Kartons abgearbeitet habe. Mit einem weißen Edding. Die sind mir immer schnell ausgegangen, aber ist mir gut gelungen. Guck mal, wie schön ich meinen Namen geschrieben habe. Autogrammkarte handsigniert von The Big and Braveheart. Ein absolutes Muss. Du hast hier in der Box eine handsignierte Autogrammkarte, das Standardalbum mit allen Top-Features drauf, Bonus-CD plus alle Instrumentals. Mal rübergreifen. Zeig mir das Raubtier in dir für alle Newcomer und kommenden Rap-Superstars haben wir auch hier. Plus die DNA-Kette. Jetzt weißt du, was alles drin ist. Es lohnt sich absolut für diesen Preis. Muss man nicht lange drumherum reden und nicht lange überlegen. Es lohnt sich wirklich ganz krass. Aber ich habe mir jetzt noch was ganz Krasses überlegt. Jeder, der sich jetzt die Metallbox vorbestellt und mir einen Screenshot schickt, hat die einmalige Chance, die letzte hergestellte Al-Massiva College-Jacke zu gewinnen. Also die gibt es wirklich nur noch einmal. Die wird gar nicht mehr hergestellt, ist wirklich ein All-Time-Klassiker. Die habe ich bei dem Video von Die Straße hat mich nie geliebt noch das letzte Mal angehabt. Und die wird dann direkt bei dir landen. Also schick mir einen Screenshot mit der DNA Metallbox. Und du kriegst dann direkt diese College-Jacke. Also wir scrollen dann so runter und gucken uns halt den krassesten Fan so an. Und gucken einfach mal, wer sich das verdient hat mit einem geilen, sauberen Posting. Okay, meine Freunde? Wer sich ab jetzt die DNA Metallbox vorbestellt, bekommt diese College-Jacke dazu. Und es ist echt ein Muss für jeden Al-Massiva Fan. Da bist du auf der Straße auf jeden Fall der King. DNA Metallbox Unboxing 2.0. Jo Leute, das war das Unboxing von der DNA Metallbox. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert unten, wenn es euch gefallen hat.
Sagt mir, was euch am besten in der Metallbox gefallen hat. Sagt mir auch, was euch nicht gefallen hat. Und ihr wisst Bescheid, wer sich jetzt die Metallbox vorbestellt, kann die College-Jacke gewinnen. Los geht's.